Ja, ich hab's. Zepter der Stürme. Oh, der läuft wieder weg. Halt! Oh shit, ich kann jetzt der neuen Gilde beitreten. Oh shit, was will ich denn? Ich weiß es nicht, aber Posi schenkt gerade Subs. Oh nein, nicht schon wieder. Posi! Vielen lieben Dank an den Geschenksub für Markisor. Hoho! Not again. Und moin Posi damit. Kann der mal aufhören wegzulaufen? Nein, weil das sind Dings, NPC, ist ein Dungeonauts NPC. Ab mit dem Kopf die Herzkönigin. Die Herzkönigin ist auch super. Ja, also ich bin, was Alice Medien angeht, immer ganz überrascht, wie die neue Interpretation davon ausschaut. Na, und American McGee arbeitet noch immer daran, dass er die Rechte von EA bekommt, von der Alice-Reihe, damit er quasi den dritten Teil machen kann. Warum? Wie meinst du das, warum? Ich sag gern nur, warum. Weil American McGee ganz gerne noch einen weiteren Alice-Teil machen möchte. Danke für letztens. Wie für letztens? Was war da? Ging an die Nase. Und Markise so, oh, huh, ich dachte schon, ich war nett. Ich doch nicht. Huh. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag für dich. Dankeschön, Posi. Gern geschehen, Pappnase. Ich habe eine Flamme. Ich muss mal ganz kurz die Nase schon äußern. Ich habe eine Flamme zwischen den Beinen. Ich bin ein Döner. Ein Döner. Vergesst mal, wie gruselig mein Charakter eigentlich ausschaut. Erinnert mich so ein bisschen an mich mit diesen Augenring. Was zum Feudel war das? Ich habe einen Mini-Elefanten bei mir im Stream. Huhu! Der Mini-Elefant so, will nicht wiederkommen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Frage ist, will ich jetzt Kreuzritter werden? Was bist denn du zurzeit? Kreuzkümmel. Wow. Hexer? Also ich bin von links nach rechts. Adept, ja. Magier, Zauberer, Hexer. Okay, hast du jetzt auch die Quest erfüllt mit den Kristallsteinen? Ist die noch im Questlog bei dir? Reist nach Skuldun, such die Schlafplätze der Feuerdrachen, reist zum Tempel der Naga, Vampir. Nee, hab ich nicht mehr. Ah, dann machen die das tatsächlich so, okay. Ich habe aber noch die Kristall der Kleinheit. Ja, das sind ja Details. Ich habe aber noch eine leere Fiole. So, Achtung, was kann ich denn jetzt werden? Ich kann entweder den Ritter ausbauen zum... Warum bin ich immer noch kein Ritter? What the fuck? Ich weiß es nicht, weil ich ein Hexer bin. Nee, Kreuzritter geht so auf den Rücken. Nacht, Posi. Was hat mich noch für eine Ritterquest? Ist das hier die Waffenhalle eigentlich? Wo ist ein NPC schon wieder? Bei mir. Ach, da läuft er. Wow. Wie so eine aufgeschreckte Maus läuft die Pappnase durch die Gegend. So, hat, ja, du, hat, du. Okay. Also da kann ich jetzt Kreuzritter werden. Schön, euch wiederzusehen, meine Schwester. Auch schön, dich wiederzusehen, komischer Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Mein Bruder. Orlen. Orlen! Ich glaube, ich werde Kreuzritter. Okay. Weil ich glaube, meine Ritterquest ist verbuggt. Ach so. Ist sie das? Ich glaube, er heißt Sand. Nee, Sand ist nicht mein Freund. Sand okay, wir müssen jetzt im Tal des Ruins. Könnten wir nicht die Moog-Quest abgeben? Ach nee, erledigt Moog und seine Bande in den Verbotenen und wendet dann ihre versteckten Schätze. Ja. Wir müssen doch den versteckten Schätze finden. Und ich gucke gerade, wo die Ruinen sind. Okay, mein Vorschlag wurde ignoriert. Schön, euch wiederzusehen. Wie heißen die Ruinen? Von welcher Quest? Den Naga? Das ist meine Quest. Okay. Morgen. Oh, Hara. Moin, Nekutan. Moin, Nekutan.
Im Tal des Ruins. Was ist ein Tal des Ruins? Mann. Nun, ich habe keine Karte. Momentan bist du meine Karte. das Spiel, es ist hervorragend. Ach, da kommen wir erst noch viel, viel später hin. Ja, was heißt wie viel später? Endgame ist das dann. Sind wir nicht im letzten Viertel, hast du das nicht gesagt? Ja, laut Komplettlösung. So, jetzt gehen wir noch in die Schmiede. Und dann können wir, glaube ich, nach Fernheim und dann können wir weitermachen. Sind das die falschen Türen? Ja, offensichtlich. Immer noch besser als die letzte Schlacht der Elfen. Ach nö, die letzte Schlacht der Elfen hat besser funktioniert. Das ist korrekt. Da musste ich nur einmal aktiv pro Spiel eingreifen, indem ich mir einen schummelnden Cheat-Schuh geholt habe. Was? Was? Das darfst du doch gar nicht. Okay, wo ist denn, wo waren die Waffenhalle nochmal? Du kennst dich doch hier aus. War sie nicht da hinten? War sie da hinten? Ich hab grad Sorge, weil das Treppen sind und Treppen sind immer ein bisschen schwierig. Ereboss heißt das Buch. Der Titel sagt mir was, aber das war's auch schon. Ereboss. Nee, das ist die Dingsbumshalle. Au ja, Schmieden! Ist nur gut, ist ein großer Fan vom Schmieden. Das ist die falsche Halle. Aber ist Ereboss nicht eine Schlange? Aus irgendeiner Mythologie? Ich dachte, Ereboss kommt aus Herr der Ringe. Der Begriff. Ach ja, Marquiso, wenn du jetzt Dungeon Lords hast, ne, wenn du da Hilfe brauchst, dann frag jemand anders. So. War es denn hier rüber? Nee, da war der Magierturm. Okay. Da hinten ist noch ein Gebäude. Ich weiß nicht mehr, wo die Waffenhalle war. Ich glaube, da hinten war die Apotheke. Ich weiß es nicht. Guck nochmal, warte mal. Fragen wir doch einfach mal nett nach. Nee, du kannst. Du kannst natürlich gern fragen, Marquiso. Das war ja nur ein Scherz. Ein Schabernack, ein Schelm. Nee, hier ist der große Turm. Nee, da müssen wir nicht hin. Das ist komplett falsch. Aber dann hast du gelogen. Ja, hab ich doch gesagt. Magierzeug. Ja, aber das hast du zu dem falschen Gebäude gesagt. Ah, da hinten ist die Waffenhalle. Du mieser Hund. Das Haus des Tigers war hier. Nee, das ist die... What? Moment, das ist die Taverne. Ich bin gerade völlig verwirrt. Hallo, völlig verwirrt. Whee. Muss doch das Haus da hinten sein. Ich habe die Waffenhalle gefunden. Woran erkennst du das? Nun, wenn ich nah dran gehe und steht da drüber die Waffenhalle betreten. Echt? Ja. Bei mir steht sowas nicht. Ereboss ist der Gott der Dunkelheit in der griechischen Mythologie. Du denkst an Ouroboros, die Weltenschlange aus der nordischen Mythologie. True. Okay, nun. Warum sind hier zwei gesegnete... Warum gehören die beide mir? Ich habe hier zwei gesegnete Schatten. Geister. Wieso kann ich meine Ritterquest nicht abschließen? Weiß ich sie nicht. Einfach noch nicht. Abgemacht. Aber der macht hier gerade wieder eine ganze Menge bei mir ab. Abgemacht. Hervorragend. Ganz viel abgemacht. War schön mit euch abgemacht. Ritterquest. Jetzt muss ich doch mal googeln. Moment. Nun, dann habe ich jetzt hier zwei. Kann ich noch einen dritten Geist beschwören? Oder mache ich denn alles kaputt? Nein, ich habe drei Geister beschworen. Haha! Oh, einer ist despawned. So, ich habe doch hier eine Komplettlösung. Storyline-Quest, interessiert ja keine Sau. Ich habe doch eine Kämpfergilde. Besiege den Demigod Minas Tor. Ach, die Quest habe ich noch. Wo ist denn Minas Tor?
Ist das ein Minotaur? Minas Tirith geklaut. Ach so, stimmt. Okay, der ist in den verbotenen Ländern. Da waren wir ja schon, ne? Ja. Ja, die hast du das letzte Mal da vergessen, Schaden. Ich vergesse doch gar nichts, Xeros. Ich darf meinen gesegneten Geist nicht segnen. Nun, F. Mein Geist. Wird das noch so ein 20-Minuten-Bosskampf? Vermutlich, aber dann möchte ich ganz gerne davor und mittendrin und am Ende gespeichert haben. Ohne spezifischen Grund. Wie kann ich zu Dienst? So, ich muss nochmal ganz kurz falsch. C. Reparieren meine richtige Karte. Das da ist die richtige Karte. Verkauft. Ach wirklich? Wir waren so knapp dran. Wir müssen in die verbotenen Lande. Okay. Ich bin dran vorbeigelaufen. Oh, Nase. Oh, jetzt krieg das doch mal hin. Nun. Nun. Wir haben festgestellt, dieses Emote ist überall einsetzbar. Verständlich, ja, das ist ein super Emote. Das kannst du einfach immer und überall einsetzen. Das ist ähnlich, als würdest du ein, Emote machen. Das könntest du auch immer und überall verwenden. Im Hintergrund, das ist Dungeon Lord. Nee, steht natürlich hoffentlich im Titel. Ja, genau, das ist der liebe Schatten. Auch ein Mitglied der Streambar. So lieb bin ich nicht. Mit Ritualisch habe ich noch nichts gemacht, nee. Reicht das schon? Bin ich nah genug dran? Nein. Kann ich bitte einmal ganz kurz hier runter? So, danke. So, Achtung, wir müssen leider nochmal in die verbotenen Länder. Danke für den Follow, Srillus. Der Srillus wieder hart am Vollen. Ich finde, Marco, du bringst deine Keule. Ich weiß, das sagen Frauen oft. Es ist so, ich habe einen Stock gefunden. Ich habe ein bisschen was an Metall gefunden. Haha, jetzt macht's mehr Aua. Ich dachte zuerst, es wäre irgendwie ein Teleskop oder so. Damit du näher gucken kannst, wie kaputt du das Gesicht gehauen hast von dem Gegner. Ich verstehe. So, Achtung, jetzt pass auf, wo wir hin müssen. An der Kröte vorbei. Ja, aber die töten wir noch vorher. Ah, wow, Srillus ist smart, guck mal. Hab mir gedacht, bei so einem alten kleinen Minispiel könnte es doch nicht viele Streamer geben. Das ist smart. Ich find allerdings witzig, dass du bei Twitch auch den zweiten Teil auswählen kannst, obwohl der nie erschienen ist. Gut, Streamlabs erlauben mir das nicht. Die sagen, hier, Dungeon Lords, nimm es oder verlass mich. Dungeon Lords, wow. Dungeon Lords, wow. Auf der Karte auch, wo die Schätze sind? Das wäre ja gleich praktisch, wenn wir hier gleich noch die Schätze finden würden. Zwischendrin, ja, aber nicht immer. Also 13. Vision sagt, Schatztruhen und wichtige Punkte. Aber halt auch nicht immer. Da ist der Nagatin. Ach stimmt, mit Shift kann ich den Shield Block Mode an- oder ausmachen. Nee, steht nichts drauf. Immerhin kannst du den zweiten Teil auswählen. Andere Spiele, die es gibt, kannst du gar nicht auswählen oder darf man bei Twitch nicht streamen. Ich meine, die Liste von Spielen, die du auf Twitch nicht streamen darfst, ist aber relativ gering eigentlich. Lula 3D. Playboy Mansion. Und in vielen Fällen ergibt es halt auch Sinn. Also ich habe jetzt nicht alle Spiele mir explizit angeguckt im Sinne von, oho, das dürfte man nicht auf Twitch bringen. Ich will aber unbedingt Beeble Black spielen. Gut, das sagt mir nichts. Ich glaube, das ist auch besser so. Singt mir die Pappnase wieder einen Ton, weil er nicht reden möchte. Er schweigt wie ein Kanarienvogel, indem er singt. War das nicht ein Hentai?
Was? Nein, Nekutan, Quatsch. Besser so, Schatten, besser so. Oh, guck mal. Da habe ich mal was von der Hentai-Kultur nicht mitbekommen. Erstaunlich für mich. Nein, das ist also. Ich glaube, sogar Dying Light durfte man eine Zeit lang nicht mehr kaufen. Dying Light? Sag mir. Achso. Sag mir trotzdem nichts. Hentai, was? Ist ein gutes Spiel. Irgendwie möchte ich das gerade nicht glauben. Doch, Dying Light ist wirklich ein gutes Spiel. Ja? Ich habe das mit einem Kumpel probiert, Koop zu zocken. Es hat viermal unseren Spielstand zerhauen und dann haben wir keine Lust mehr. Das ist mir mit Prototype 1 passiert. Prototype 1 übrigens, schlimmster Bosskampf, den ich in langer, langer Zeit gemacht habe. Gut, aber ich finde, das hättest du auch kommen sehen können. Weil das Spiel heißt ja schon Prototype. Ja, der... Oh Gott, Mann, der Bosskampf war halt so bad. Ich hatte das Spiel so viel besser in Erinnerung zu dem Part, den ich gespielt habe. Und dann das Spiel so, ha, guck mal. Ich so, weiß nicht, hast du Dark Souls gespielt? Nein. Nein, hatte ich nicht. Ich möchte irgendwann nochmal alle Dark Souls-Teile spielen, ebenso wie Bloodborne, weil Bloodborne ästhetisch einfach schon komplett geil ist. Nase packt. Ich hab mir extra eine PS4 gekauft mit Bloodborne, damit ich das endlich streamen kann. Ach stimmt, das ist ja PS4 exklusiv gewesen, ne? Genau, und jetzt ist mir leider aufgefallen, mir fehlt da der DLC dazu. Und jetzt muss ich mir den DLC noch irgendwo holen. Und dann habe ich jetzt mal auf Amazon geguckt, die Game of the Year Edition kostet 70 Euro. Puh. Von wann ist es? 2014, ne? Oh, guck dir mal Le Coq's Emote an. Es ist so ein geiles Emote. Ah, oh, ja, kenne ich. Die hat Gothmo aus meinem Chat immer mal wieder benutzt. So großartig. Ich bleib mal einen halben. Ich salte zurück. Bleibt dann will ich auch noch spielen. Nee, also, ich werde jetzt wohl demnächst eine Capture Card haben. Dann kann ich mal gucken, inwieweit, ne, wenn ich Glück habe und eine funktionierende bekomme. Ne, das ist ja immer so ein bisschen. Ein Gamble. Warum auch immer. Ja, Friseurläden haben halt zu und ich hab halt niemanden, der mir die Haare schneidet. Und wenn ich das selber mache, sieht das halt so aus. Ja, aber warum schneidest du die dann Schweinchen? Selber? Hallo, Leco. Ja, warum schneidest du sie dann selber, wenn das dann so ausschaut? Jetzt schaust du aus wie ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Nur ein dünn. Ja, versucht ist der richtige Ausdruck. Also so, Hey, guck mal, der Bosskampf dauert gar nicht eine Stunde bei dem hier. Vielleicht, weil er vom Level her doch okay ist. Ich kann übrigens gerade die Ninjas, die mich angreifen, nicht anbatschen. Au. Wir sind gar keine Ninjas. Doch, weil ich Awesome nehme. Ach hier. Oh Gott, warum sind die so stark? Ich weiß es nicht, es tut weh. Wieso sind die Level 24? Ich weiß es nicht, aber es tut weh. Oh mein Gott. Wie die normale Kombo von denen ausschaut. Also, Roundhouse Kick. Oh, das wird wieder dauern, ey. Es geht eigentlich. Aber warum sehen wir die Ninjas eigentlich? Weil wir Awesome genommen haben. Awesome! Genau. Bärenkatapult. Bärenkatapult! Was? Bärenkatapult! Was? Bärenkatapult. Warum? Fick dich darum! Ich finde, der ist sehr akkurat ein Gefangener. Der ist gefangen. Euer Eintreffen ist überaus gut. Ja, siehst du doch. Ah, fair enough. Oh mein Gott! Da vom Berg kommen sie runter! Ich hab Ehre gewonnen. Nice. Jetzt, was machst du mit deiner Ehre, die du bekommen hast? Willst du jetzt irgendwie das zu Brot machen? Ehre! Wobei, von Jan-Philipp Zimny finde ich fast den Sketch mit der Telefonkette noch ein bisschen lustiger. Oh, ja, den habe ich, der ist ja in Dortmund immer mal wieder.
im FZW, wenn die einen Poetry Slam oder sowas machen, dabei. Und da habe ich den live gesehen, super. Boris Bosbach. Ich höre Sie deutlich, vorgesetzter Bosbach. Also ich kann mit ausgezeichnet, Bosbach. Jedem nur empfehlen, Jan-Philipp Zimny mal live zu sehen. Das ist hervorragend. Oder auch einfach mal zu einem Poetry Slam zu gehen. Ich war jetzt gerade dort nicht. Das Schwein macht mich fertig. Ich müsste eigentlich meiner Zeichnerin sagen, ich will auch einen Schattenläufer, der genauso wie das Schwein guckt. Muss ich mir jetzt nicht verwenden können, weil ich keine freien Emote-Slots mehr habe. Doch, hast du noch? Ja, hab ich noch. Was? Deine Bit-Emotes. Ach, die habe ich nicht kapiert. Deswegen habe ich mir die bisher noch nicht angeguckt. Nun. Okay, soll ich sie dir erklären, eben schnell? Ja. Gut. Das ist so. Wenn ach, was? Nein, das hat nichts mit Fakt zu tun. Wenn du eine gewisse Menge an Bits spendest, sagen wir einfach mal 500 Bits, was ja quasi 5 Euro sind. Mhm. Für dich, 10 Euro für den Viewer. Dann kannst du damit ein Emote frei kaufen für dich quasi. Also für den, der wo die Bits spendet. Genau. Okay. Sagen wir, ich würde dir 500 Bits geben, ich würde damit quasi das 500-Bit-Abzeichen, also das 500-Bit-Emote frei kaufen für mich. Ja. Und soweit ich das mitbekommen habe, nagelt mich darauf nicht fest, ich bin nicht Jesus. Hallo Jesus. Hallo Jesus. Ich sehe ein bisschen so aus, aber meine Haare sind wieder zu kurz dafür. Dürfte man die auch auf ewig behalten? So, ne, dementsprechend... Okay, ist das dann aber nicht... Ist das dann nicht so Zwei-Klassen-Gesellschaftsmäßig? Ja, aber das ist ja bei normalen Emotes auch. So. Also es ist halt quasi eine Alternative für Leute, die... Nee, das kann ich nicht machen, sonst übertreibt Posi wieder. Okay. Das geht nicht. Dann okay. Nagelt fest. Ja, ich werde fest von der Pappnase genagelt. 5 Euro, das sind ja 10 Mark, das sind ja 20 Ostmark. Das sind ja 40 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber für eine Ostmark hat man dann ins Kino gehen können. Wenn du heute 40 Mal ins Kino gehen willst, dann brauchst du ja... Da musst du schon Euro, Bill Gates sein. Ja, gut, dass wir beide brennen. Wir sind Feuer und Flamme für den Goblin-Hexer. Aha. Der Schatten. Wir gehen jetzt nochmal zurück nach Arintal. Okay. Und dann muss ich mir die Komplettlösung angucken, weil dann weiß ich nicht mehr weiter. Okay. Muss mir mal gleich aber, aber ist dir eigentlich der Meta-Witz aufgefallen mit nagelt mich nicht fest, ich bin nicht Jesus? Ja. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Deswegen habe ich den gemacht. Ja, ich wollte es nur nochmal für die Zuschauer, falls einer nicht mitbekommen hat. Okay. Ich merke schon, ich schaue der schlechten Witze Gesellschaft zu. Du meinst gute Gesellschaft. Und dabei wird das beste Spiel der Welt gespielt. Die letzte Schlacht der Elfen. Ach nee, never mind. Skyrim, ach nee, never mind. Dungeon Lords, Arcania, genau. Oh, muss ich dich mal wieder läutern? So. Nein, ich möchte nicht geläutert werden. Leute, wen anders? Mein Arm ist schon gehoben. Oh. So, jetzt darf ich wieder laufen. Ich spiele Speedrunners und gleich Darkest Dungeon. Darkest Dungeon muss ich irgendwann nochmal fertig machen als Projekt. Wie hast du dich dazu gerungen, Darkest Dungeon fertig zu spielen? Ich habe Darkest Dungeon noch nicht fertig gespielt. Wie möchtest du dich dazu durchdringen, Darkest Dungeon zu spielen? Weiß ich noch nicht. Ich war so pissed. Ich hab, glaube ich, 20 oder 30 Stunden ist kein NPC bei mir gestorben. Hm. Und dann habe ich auf Anraten meiner Community... Ja, ja. Bin ich in den Bauernhof gegangen. Oh no. Und da kam dann dieser Müller. Oh no. Und der hat mich ein bisschen auseinandergenommen. Oh no. Oh, die komplette Gruppe verlieren. No. Nee, nur 2 Leute.
Ich musste auch schon einen Charakter in meinem Darkest Dungeon Playthrough abwerfen, weil ich eine Fackel berührt habe und dann kam einfach mein Lovecraftian Monster raus. Ja, da hatte ich letztens auch wieder keinen Bock mehr. Ich laufe so gemütlich durch den Dungeon, gehe um eine Ecke, zack, dieses Lovecraft-Monster. Und ich dachte mir so, nope. Na, warum spielst du auch DLCs? Meinst du, wir sind so entwöhnt von deinem Witzniveau, dass wir anspruchsvolle Witze aus unserer Umgebung nicht mehr wahrnehmen? Das meint er, hält uns eh für blöd. Deshalb fragt er lieber, weil es wird doch der einzige gute Witz auf dem Kanal bleiben. Ich finde schön, dass deine Community weiß, dich dir feiern unter Bobbes zu machen. Ja, ultra. Aber denke immer daran, egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Und was ist mit den LKWs? Oh, ich darf mir ein neues Wappen aussuchen. Oh, dann rede ich auch mal mit dem. Oh, ich nicht. Unglücklich. So, ich will mal ganz kurz gucken. Das Wappen, der Justizar. Der Justizia, gibt's dieses Wort? Der Justizia, ja, Justizia existiert. Das ist doch gelogen. Justizia ist die Dame mit den verbundenen Augen und der Waage. Nein. Deswegen mache ich mehr Schaden gegen Untote, wenn ich das Wappen habe. Ergibt das nicht Sinn. Willkommen zurück in der Waffenhalle. Jetzt, wo du sagst... So dumm könnte gar nicht sein. Ich will auch nicht gegen dich kämpfen, ich will mit dir handeln, du absoluter Sir Mien irgendwer. Blau. Bleib bitte, bitte. Ja gut, ich nehme celestische Magie, glaube ich. So. Ich finde das so cute, wie ihr euren zwei Units nachtraut. Es ist halt so viel Zeit, die du reinsteckst und dann sitzt du da und denkst, oh, jetzt muss ich die ganzen Müll wieder machen. Oh, ich habe ein neues Schwert bekommen als Belohnung. Guckt mal. Nein, bleib hier, du absoluter Guck Clown. Mal, was für ein geiles Schwert. Ich sehe es gerade nicht, ich versuche gerade meine Rüstung zu reparieren. Verkauft, 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 verkauft. So, er verkauft mir gerade eine ganze Menge. So, dein Schwert, das schaut. Kannst du zu deinem Knüppel zurückgehen? Dein Schwert schaut ein bisschen aus, als wäre es ein Block Gouda. Ich kann Stangenwaffen skillen! Oh, nice, GZ. Weil ich jetzt Ritter bin und Ritter kämpfen ja bekanntermaßen mit Stangenwaffen. Deswegen sind sie auf Turnieren und versuchen auch die Holde Mai zu gewinnen, ne? Um mit ihren Stangenwaffen zu kämpfen. Kannst du jetzt auch die Sense nutzen? Oder kam die jetzt nicht? Willkommen zurück in der Waffenhalle. Sieht das nicht fantastisch aus? Ich liebe es auch, wie du einfach so einen Helm hast, der halt null passt und null deinen Nacken schützt. Ja, Moment, ich mache was Besseres. Gut so? Ey, gib mir den Zaubererhut! Ich hab doch gesagt, du hast mir den weggelootet! Wie werfe ich denn was weg? Einfach aus dem Inventar rausziehen. Ah, cool. Geht nicht. Ah, jetzt. Doch, es ist mit 2 FPS auf den Boden gefallen. Hut der Hexenmeister halten. Nein, ich hab dir das nicht weggelootet. Ja, ja. I'm sorry. Fragezeichen. Was lachst du denn gerade so? Meine Haare klippen mal wieder durch meinen Hut. Ja, gut. Das gehört so. Ja, ja. Ah, ich habe die falsche Magie geskillt. Egal, naja, schade. Ach. Oh, warte mal, ich kann jetzt Schuppenrüstungen tragen. Guckt mal. Möchtest du Frieden lernen? Nö, eigentlich nicht. Da liegt der Spell auf dem Boden. Du darfst auch eisige Berührungen lernen. Was soll ich mit dem Scheiß? Das Lernen? Das sind Bücher, Junge. Lies sie. Sind das die falsche Tür? Nee. Okay, jetzt können wir direkt zurück nach Skuldun und wir müssen hier hin. Achtung, wir müssen. Pass auf, ich weiß es genau.
Ich habe das Spiel gerade gesucht, bin aber wohl beim letzten Umzug still und heimlich losgeworden. Oh, das ist schade, Sridus. Wir müssen nach Staroxias Turm. Kenne ich, ja. Ich weiß auch definitiv, wo wir hin müssen, aber ich möchte dir als Wegleiter nicht den Job wegnehmen und sag mal, führ uns hin. Okay, krieg ich hin. Wir müssen nach hier entlang. Ich erwarte, dass ich gleich halt wieder anfange zu fliegen. So, aha, das ist eine kleine Treppe. Ich auch. Hast du einen doppelten Salto? Nee, okay. Und ich sag noch, gebt ihr bloß keinen Fisch und nu hat der Schuppen. Ich führe euch. Gott, Srin, das ist aber ein super Gemeinde gegenüber. Der feuert aber auch nur. Was, wer feuert? Srillus. Ach so, ja natürlich, Srillus ist ein ganz aufgeweckter Bursche. drei gute Witze. Okay, jetzt kriege ich hin. Achtung, drei gute Witze. Puh, okay, Moment. Dass wir alle lachen müssen. Nun, also wenn ich nicht lache, dann weißt du, dass du keinen guten Witz erzählt hast, ne? Kriege ich hin. Moment, krieg ich hin. Er googelt gerade nebenbei gute Witze. Schnell. 100 gute Witze, um ihren Schwager zu beeindrucken. Kommt ein Pferd in eine Bar, ne? Sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Antwortet das Pferd, ich bin Sarah Jessica Parker, du Arsch. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barmann, Pferde dürfen hier nicht rein. Hier ist eine Truhe. Du läufst an der Truhe vorbei. Truhe. So gar nicht. Erste war schlecht, Nikutan. Wie, die ist schon von diesem zu bei mir? Ja, der ich habe einen Runtime-Error. Wann habe ich das gespeichert? Nach Mock auf jeden Fall. Ja, wow, toll, danke. Gern geschehen. Okay, kommen zwei Lilliputaner in Bar und sagen zwei kurze, sagt der Barmann, das sehe ich, was soll der trinken? Hast du nochmal Notspeichern versucht? Nee, das funktioniert dann nicht. Okay. Ja, ne, Dungeon Lords. Ein Spiel, was definitiv funktioniert und ich. Okay, wo ist es? Da. Okay, ich lag. Da, so. Ich konnte das Spiel beenden. Alles gut. Ja, ich hab grad ein tolles Bild bei mir. Ach so, ja, hatte ich auch. Es hieß, Spiel stehen geblieben. Ja, ich muss alte 4 wahrscheinlich. Alte 4 geht nicht, ich muss Task managen. Der Task Manager, ich bin hier, um dich zu managen. Nein, Task Manager, bitte nicht. Das Spiel macht so viel Spaß. Spaß. Ich will Spaß. Ich geb Gas, Kann man nicht einfach Stronghold gegeneinander spielen? Oh no, da würdest du mich vermutlich überfahren. Ja, weil ich Stronghold voll der Meister bin. Du siehst verdammt gut aus. Hast du abgenommen? Hast du mich gerade rückwirkend hässlich und fett genannt? Nun. Namenloses hier mit den guten Jokes. Ja. Jeder, der in meinem Chat schreibt, ist gut. Ne? Der ist ein witziger Typ. Wie machst du das eigentlich? Ich glaube, mir ist das Spiel gerade nochmal abgestürzt. Gut, weitermachen. Wie mache ich was? Nee, anscheinend nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Sehr interessant. Ich hoffe, es war nichts Schlimmes. Wie handhabst du das mit den Subs und sowas, mit den Subgeschenken? Weil ich sehe gerade, du hast da, Posi steht gerade auf der 1. Wie häufig lässt du das clearen? Monatlich, wöchentlich oder wie schaut das da aus? Das kann man einstellen? Ja. Du kannst, ich glaube, wöchentlich, monatlich oder halt of all time. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe es auf Standardeinstellung gelassen.
Moin Amrinas, grüß dich. Bitte nicht erschrecken, es ist ein Trash-Game. Moin Amrinas. Das soll keinen Spaß machen, Amrinas, nicht wundern. Ist die Lobby schon offen? Ah, okay. Ja, schon lang. Schon lang hier. Ich behaupte, das ist eine Lüge. Ich bin immer in Level 20, es muss also nach Moog sein. Welches Level habe ich? 19. Dann ist es, glaube ich, auch nach dem Ritter, den wir getötet haben. Bin ich froh, wenn ich morgen wieder was Vernünftiges spiele. Ich auch. Morgen spiele ich Minecraft mit Mod. Ich spiele Gothic. So, öfter mal was Neues hier auf deinem Kanal. Ne? mal was Neues. Ey, in letzter Zeit spiele ich wieder viel anderes Zeug. Ja, nur das Tomb Raider gespielt. Stronghold, Soul Reaver. Soul Reaver ist kein Gothic-Spiel. Richtig. Okay. Wie nennt man ein Kondom auf Schwedisch? Pippi Langstrumpf. Ey. Ah, hier sind wir. Du hast noch deine Keule. Ich habe aber meinen Ritter nicht mehr. Ja. Die Frage ist, ob wir den Ritter jetzt schon getötet haben. Kannst du mir den Hut einmal rauswerfen? Oh Gott, ich glaube, ich bin in einer schlechten Lobby. Oh Gott, ah! Ist es okay? Ich mal kurz zur Waffenhalte. Wenn wir... Oh, no! Wo bist du denn geflogen? Oh, hi. Es ist nicht die Waffenhalle. Die Waffenhalle war doch... War sie nicht da? Ich weiß, wo es lang geht. Okay. Folge mir. Ich gebe mein Bestes. Ich kenn mich aus. Oh, no! Bist du hingeflogen? Ah, nee, das ist falsch. Wo, oh no. Nein, falsch. Lass mich mal ganz kurz Vision machen, damit ich eine ungefähre Ahnung habe, wo ich hin muss. Da lang muss ich. So gar keine Orientierung nach dem Tal, dabei ist doch hier alles eindeutig klar erkennbar. Oh no. Oh, das hat sogar Schaden gemacht in diesem Fall. Weißt du, nach so Spielen lernt man auch andere Spiele wieder zu schätzen. Ja. So. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Musik beim Sex stören soll. Ich persönlich mag ja Musik beim Sex, aber die meisten anderen Konzertbesucher sind da wohl anderer Meinung. So. Gut, wir haben kaum Zeit verloren. Ja, können wir trotzdem noch eine neue Lobby öffnen? Willkommen zurück in der Waffenhalle. Beziehungsweise. Ah, es hat gedauert, bis es freigeschalten wurde. Wie kann ich zu dir? Ist was freigeschalten wurde? Mein Ritter. Ich dachte, es wäre gerade verbuggt, aber es hat einfach nur ewig lang gedauert. So, was willst du die ganze Zeit mit in einer neuen Lobby? Dass wir eine neue Lobby öffnen, damit ich nicht wieder im Flugmodus unterwegs bin. Jetzt werden die Witze von Srillus auch ziemlich makaber. Dann speichere ich mal kurz ab und mache eine neue Lobby auf. Okay. Srillus, please. Nach 22. Ja, bei dem Spiel. Du müsstest mal Cards Against Humanity spielen mit deinen Leuten. Das wäre fun. Cards Against Humanity ist halt ein super Spiel. Punkt. Ich versuche schon die ganze Zeit mit meiner Community das Isaac-Kartenspiel zu spielen, aber keiner möchte. Welches Isaac-Kartenspiel? Meinst du. Nee, was meinst du? Oh, ich hab die Lobby ohne dich gestartet, Moment. Mord. Pappnase ist so, Dungeon Lord Smog. Geht los. Es gibt ein Binding of Isaac Kartenspiel, Four Souls, nennt sich das. Also physikalisch zu kaufen. Kenne ich nicht. Und das gibt's auch für den Tabletop-Simulator. Ich kenne nur
das Spiel mit dem Dumbo. Bumbo? Bumbo heißt er, ne? Was halt relativ neu rauskam. Wenn du weißt, das hat damit gar nichts zu tun. Okay. Das Kartenspiel ist halt so richtig so Kartenspiel. Kennst du Munchkin? Bin ich in der Lobby? Hast du gerade die... So, Lobby ist offen. Okay, ich habe gerade versucht, eine Lobby beizutreten, die nicht existiert hat, I guess. Gut. Nun. Ja, also das Kartenspiel ist halt echt großartig. Es macht ultra Spaß, aber mag keiner mit mir spielen. So, ganz traurig. Was macht es denn so großartig? Oder wie funktioniert es? Worum geht es in dem Kartenspiel? Ja, wie Munchkin. Ich kenne Munchkin nicht. Achso. Du hast deinen Charakter. Du musst halt verschiedene Monster töten. Durch die Monster kriegst du Belohnungen. Ja. Mit denen du dir dann Items kaufen kannst, die bestimmte Effekte machen. Kannst du mir den Zauber noch einmal rauswerfen, eben schnell? Und, mit den Items kannst du halt Sachen dann aktivieren und so ein Kram und dadurch besser kämpfen und du musst halt 4 Bossmonster töten. Wer zuerst 4 Bossmonster getötet hat, hat gewonnen. Und Sinn vom Spiel ist halt, den Gegner in die Scheiße zu reiten und ihn von den Bossmonstern abzuhalten. Ah, okay. Und ist halt super großartig. Ist mein neues Lieblingskartenspiel, es hat Yu-Gi-Oh! Abgelöst. Es hat Yu-Gi-Oh! Abgelöst. Und Mau Mau. Was möchtest du von mir, Spiel? Ach so. Okay, danke. Dann wäre ich jetzt bereit. Yay, jetzt können wir nochmal nach Skuldun. Eine Blendgranate ins Heim für epileptische Kinder werfen, dicke Kinder im Park anzünden, damit sie Fett verbrennen. Sowas waren bisher meine Lieblingskarten. Eieiei. Bei Cards Against Humanities musst du halt einfach deine kompletten ethischen Moralvorstellungen abstellen und dann gib ihm. Mach doch mal einen Preisskat mit der Community, ist auch ein Kartenspiel. Wie wär's mit einem Pokerabend? Pokerabend. Ja, ich hab schon lange überlegt, mal mit Streambar ein bisschen mehr zu machen. So meine erste Idee wäre gewesen, so irgendwie so mal so ein Charity-Stream oder so zu machen. Achso, sowas wie Awesome Games Done Quick zum Beispiel. Ja. Was ist Ethik, fragt man gerade in meinem Chat. Das ist eine gute Frage. Das ist ein Unterrichtsfach in der Schule früher. Ich hatte Religion. Ich hatte katholische Religion. Als ehemaliger Messdiener. Ich habe ein bisschen überlegt, aber ja, weißt du, dann musst du das organisieren, das muss irgendjemand machen und dieser jemand will nicht ich sein. Er muss Richtung Mod die Idee bringen und dann ihn lang genug damit nerven, dass er sagt: Ja, der ist ja nie in meinen Streams, weil ich angeblich ständig nur Gothic spiele. Ja, wie wäre es, wenn du ihn auf Discord anschreibst? Nee. Ferner, verstehe ich. Pokern ist gut, da bringt Streamsnipe wenigstens etwas. Finde ich auch. Wow. Echt jetzt? Ich habe das Gefühl, heute ist Ethik früher nur für die nicht-katholischen Kinder sind, um denen Ethik beizubringen. Bei mir damals hieß es Philo. Also es war quasi entweder das katholische oder evangelische Religion gehabt oder halt Philosophie. Gott, mach ich Schaden! Ach so, machst du das? Ich definitiv auch. Ja. Ich lass mich definitiv nicht von dich durch das komplette Spiel carryen oder so. Nein! Ja, du musst deine Magie mal richtig skillen. Ich weiß ja nicht, wie man die skillt, weil das Spiel das einem nicht erklärt. Ja, das sind jetzt Details. Steht bestimmt im Handbuch. Verständlich, ja. Boah, Srillus, nur noch einmal die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters unnötig. Du findest persönlich jede Religion unnötig, Ami, das ist dann deine Meinung. Like, mir ist es egal, es ist eigentlich kein Arsch mir gegenüber und wir können Freunde sein. So.
Das Handbuch lesen dauert bestimmt länger, als wir das ganze Spiel spielen. Nein. Das Handbuch lese ich schneller, als ich das Spiel spiele. Ja, aber verstehst du auch das Handbuch? Natürlich. Hast du mich gerade dumm genannt? Willst du von mir aufs Gesicht bekommen? Sure. Mann. Hey, schlag dich zusammen. Kennst du diese Stelle noch? Handbuch. Bitte beachten Sie, dass Dungeon Lords das Umschalten zwischen verschiedenen Tasks nicht unterstützt. Wenn das Spiel läuft, benutzen Sie bitte nicht Alt-Tab. Ja, ist das wahr? Ich find's absurd, dass sowas im Handbuch drin steht. Ergibt dir Sinn, du. Ruckel, ruckel.